Top Baby Games sind angesagt. Ja. Das war Martins Idee. Ich weiß nicht, auf welchen Lebensabschnitt er sich vorbereitet. Hallo. Es geht ja auch nicht um Baby Games, es geht gefälligst um Selina. Das seht ihr jetzt aber nicht, weil wir hier nur das Flash-Spielfenster ausgeschnitten haben. Ah. Deswegen klicke ich jetzt mal auf Play und dann wissen wir auch gleich, was hier Sache ist. Jawohl! Selina Herkehr. Evas Beauty Salon präsents Selina Herkehr. Es geht natürlich um Selina Gomez. Richtig, die heute Geburtstag hat. Die wird heute 21 angeblich. Ich weiß nicht genau, was die ist. Ich glaube, die Schauspielerin oder L.A.-Schlampe oder sowas. Die hat heute Geburtstag, darf ab heute offiziell Alkohol trinken und auch alles andere, was man erst mit 21 darf. Soll auch zu GameTube kommen. Richtig. Und wir wollen Selina schöner machen. Ihre Geburtstagsparty, My Sweet Little 21st Birthday, Birthday. Vorbereiten und da geht es jetzt auch gleich schon mal los. Musst du die Instructions noch lesen? Nee, brauchen wir nicht. Erster Schritt, Avocado-Maske machen. Ich dachte mal, wir brauchen ein bisschen Niveau auf GameTube und deswegen gibt es jetzt halt, da gibt es halt das. Ne? Also, was muss ich machen? Prepare Avocado-Mask. Dann mach dir mal eine schöne Maske. Hier kann ich, warte mal, Olivenöl. Das wissen wir natürlich. Wir machen das jetzt ein bisschen langsamer. Wir von GameTube wissen natürlich, wie man eine Avocado-Maske macht. Richtig, ja. Sonst würden wir nicht so gut aussehen. Das ist halt das ist nämlich alles harte Arbeit. Eidotter, der kommt hier in die Schüssel. Alles ist ja voll einfach. Der zeigt auch hier oben immer an, also oben rechts. Ich weiß nicht, ob ihr den Mauszeiger seht. Wenn nicht, dann wäre es ein bisschen bekloppt, aber... Was man als nächstes machen muss. Ja, jetzt Olivenöl rein. Jetzt erstmal quirlen, oder? Jetzt schön umrühren. Erstmal schneiden. Ja, so bereiten wir uns halt, wie gesagt, auch mal auf die Facecam-Sessions vor. Ja. Nochmal Olivenöl. Mehr Olivenöl. Das war nicht gut genug. Da muss man vorsichtig sein. Ist ja beides sehr fettig. Das Eigelb ist ja das fettigste Bestandteil vom Ei. Richtig. Eiweiß ist nicht so fettig. Das Eiweiß ist dafür sehr eiweißreich. Wer hätte es gedacht? Na, das wissen viele nicht. Hier kommt die Avocado-Pampe rein und wieder gequält. Aber langsam umrühren. Und man muss immer in der gleichen Richtung. Also man darf jetzt nicht einmal Uhrzeigersinn, sondern einmal gegen Uhrzeigersinn. Das ist wie beim Joghurt. Den darf man auch nur links drehen oder eben rechts drehen. Aber immer nur in eine Richtung. So, aufs Wägelchen. Jetzt kommt der hier auf das Wägelchen. So, jetzt wird natürlich Towelspa. Jetzt müssen natürlich die Handtücher vorgewärmt werden. Richtig. Das mache ich übrigens total gern, wenn man im asiatischen Restaurant ist, wenn es da so heiße Handtücher gibt oder im Flugzeug vorm Fliegen oder Essen. Also ich kenne das immer nur von der Hot Stone Massage, die ich halt jeden Abend kriege. Aha. Da habe ich auch mal vorgewärmte Handtücher. Lass mal ausschalten. Ha, siehst du mal. 2590 Bonus-Score. Level up. Next Level darfst du machen. Achso, ich bin dran. Ja. Oh. Shampoo und Conditioner vorbereiten. Wo ist die Maus da? Kein Problem. So, was brauchen wir? Wir brauchen... Du brauchst... Liquid Castile Soap, ich weiß nicht, was das ist. Du musst erst links abstellen, da wo die Ghost Soap steht. Ah, ich muss erstmal alles aus dem Schrank holen. Jetzt eine Flasche Bier. Ne, was ist das? Apple Cider Vinegar. Apfelessig. Und? Teebaumöl. Teebaumöl, super. So, jetzt die Seife in die Schüssel. Ja, aber nur ein bisschen. So, reicht. Jetzt die Wassertasse. Bisschen Wasser dazu, das ist richtig. Hast du schon mal einen Conditioner gemacht? Inzwischen mache ich hier nicht mehr selbst. Aber früher natürlich. Ich habe aber eher Walnussöl genommen. Mandelöl. Statt Mandelöl. Das war für meine Haare jetzt besser. Meistens so synthetisches Leichtlauföl. Hoffentlich von der Firma Fuchs, von denen habe ich Aktien. Nein. So. Shell oder Esso. Von denen habe ich nämlich Aktien. So, jetzt noch Shampoo rein. Erstmal abmachen. Oh, jetzt gieße ich es in A. Jetzt der Conditioner in die Shampooflasche. Ist ja verwirrend, oder? Bop. Und schnell rauf. Und aufs Wählchen. Das ging schnell. Ach nee, weiter geht's mit jetzt was? Jetzt kommt der Conditioner. Das war Shampoo und Conditioner. Shampoo und Conditioner. Klarer Fall, zwei Messbecher brauche ich. Es kommt wahrscheinlich so ein... kommt das alte Messbecher-Rätsel. Genau. Du hast in einem passen 3 Liter und in den anderen passen 5 Liter. Und was du brauchst, jetzt wird's knifflig. Rosemary Water, das ist Rosenwasser. Jojobaöl, natürlich ganz wichtig, aber auf keinen Fall vergessen. So, was war das? Ich hab's nicht gelesen. Oh nein. Was war das? Zeig es mir nicht mehr an. Was war das wohl? Braune Brühe. Gemüsebrühe ist das, glaube ich. Tu das Haferprotein rein. Ja, aber ich... Nicht, dass es vergammelt. Das macht mich jetzt... Das ist jetzt nicht gut, dass ich nicht weiß, was ich da reingetan habe. Und jetzt die Schlaftabletten. Ah, nee. Wachs. Ja. Emulsionswachs mit dem Löffel. Nochmal. Nochmal, das hat noch nicht gereicht. Das sind echt Schlaftabletten. Das sind zumindest die Portionen, die Selena Gomez dann, wenn sie mal 31 wird, sich in die Cola mischen wird.
weil es dann vorbei ist mit der Karriere. Kann sie aber noch bei GameCube anfangen. Ich weiß nicht, ob ich die haben will bei uns im Team. Schon gar nicht, wenn sie 31 ist. Entschuldige mal. Umrühren. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ist das nicht so eine Disney-Tante? Ich glaube ja. Hatte die nicht mit diesem anderen Typen was? Nee, es ist die andere Disney-Tante. Aber die so Selena Gomez hat, die hatte mit Justin Bieber was, glaube ich. War Selena die nicht mit Gomez. Justin Bieber verlobt? Oder verliebt? Du fragst Sachen. Du wirst jetzt das natürlich mixen, aber erst nachdem beides heiß ist, klar. Jetzt nochmal mit dem Löffel. Liebe Beauty-Experten da draußen, wie realistisch ist denn dieses Spiel? Also macht ihr euren Conditioner auch genau so zu Hause oder was kocht ihr euch daheim so auf? So, jetzt Essential Oil, ein bisschen Rosemary-Öl und die Pipette. Die lege ich mir mal schon mal hier hin. Aufmachen, ist ja klar. Und die Pipette, da darf man halt nicht so viel von nehmen. Nee. Das ist aber schon eine ganz schöne Menge. Nee, das ist genau richtig. Ist wie bei Cooking Mama alles. Die Musik ist auch total beruhigend. So, nochmal schön umrühren. Das ist auch klar, beim Conditioner darf man jetzt auch nicht so sehr mit dem Rührbesen da rumrühren, muss man vorsichtig mit dem Löffel, damit sich keine Blasen bilden. Ja. Das ist ganz wichtig. So, jetzt hier ab in die Conditionerflasche, aufmachen und rein. Ja. Ist ja klar. So, ab aufs Wägelchen. Cool. Ja, guck an, 4.400 Punkte. Aber ich glaube, das ist akkumuliert. Meinst du? Man weiß es nicht. Oh, jetzt darf ich die Avocado-Maske auftragen. Du darfst so, Selena, jetzt einreiben. Schön, das Pinselchen. Flatsch und jetzt erstmal die Haare, okay. Warum ist eine Maske für die Haare? Ist eine Maske nicht mal fürs Gesicht? Ja, damit die Haare dann schön werden. Sieht auch gut aus. Ja, sieht super aus. Mit dieser so sehe ich normal aus, wenn ich aus dem Baggersee wieder rauskomme. Also ich schaue nicht ganz so aus. Ich habe hier zum Beispiel so ein Bart herum. Wie die wohl aussehen mit so einem Bärtchen hier? Nee. Guckt schon ein bisschen kritisch. Ja. Behandelt unsere Selina gut. Sie hat Geburtstag. Oh, was denkt sie denn? Ich muss sie umdrehen. Dreh dich um, Selina. Genau. Oh. Von hinten sehen die alle gleich aus. Da könnte es auch jemand ganz anders sein. Kim Kardashian zum Beispiel. Nee, das will man erkennen. Wieso? Weil die doppelt so breit ist, meinst du? Oder weil hier irgendwo, also da wo sie hinguckt, unten der Arsch, oben die Brüste am Stuhl vorbeigucken. Ja, stimmt. Und man würde irgendwie Paparazzi sehen. Vom Fenster, da? Was denkst du denn jetzt? Boah, das erinnert mich an so einen Albtraum, den ich immer hatte. Von Kim Kardashian? Nein. Ah, siehst du mal, und jetzt hoch. Ah, hochgebunden. Triesiger. Und jetzt kommt der Kopf in diese in den Handtuchwärmer rein. Nein. Ach so. Die warmen Handtücher möchtest du jetzt haben. Wohin kommen die denn? Auf den Kopf, oder? Ja, siehst du mal. Ah, schau an. Geht ganz schön schnell. Ah, guck, wie sie strahlen. Wie glücklich sie ist, diese Jetzt Lina. Bist du wieder dran. Okay, was passiert denn jetzt noch? Der Conditioner. Ja, Shampoo und Conditioner. Ja. Wash, rinse and repeat. So. Handtuch ab. Ja, keine Hektik. Erstmal, ne? Schön braun ist er geworden, die Selina war es im Urlaub. Wie sie gleich die Augenbrauen zusammenzieht. Ich dachte, das muss man so machen, weil mit denen mal reden noch. Das ist eine ganz große Kunst, mit Leuten zu reden, mit denen, also die nicht wollen, dass man mit ihnen redet. Wie ist es bei euch? Oh. Wollt ihr das, dass euer Friseur mit euch redet oder habt ihr lieber eure Ruhe? Beim Friseur? Du musst ein bisschen hin und her bewegen. Wo ich hingehe, ist immer zu heiß oder zu kalt. Die kriegen das nie hin, echt? Dass das angenehm ist. Du bist vielleicht einfach zu kritisch. Nee, ist echt schlimm. So jetzt ein bisschen Shampoo. Shampoo drauf. Ah, guck an, hier so ein bisschen. Das sind die neuralgischen Shampoo-Punkte. Ey. Bin abgerutscht. Alles in die Haare. So, schön einmassieren. Super. Nee, schönes. Ah, ausmachen. So eine Kopfmassage ist beim Friseur total toll. Ja, aber nicht bei dem ich zurzeit bin. Wieso? Bei Danny Trejo. Von dem will ich mir nicht den Kopf massieren lassen, weil auf einmal hat er wieder seine Machete in der Hand und dann war es mit meinem Kopf. Und ich mag meinen Kopf eigentlich ganz gerne. So, hier unten jetzt die Spitzen nochmal. Conditioner. Ja, gleich, die Spitzen sind noch nicht so gut. Und der Ansatz auch überm Ohr. Die Frisur wäre so auch okay, oder? So. Steht dir eigentlich ganz gut. So. So, auch beim Waschen natürlich vom Ansatz raus. Da läuft ja die Zeit ab, gell? Vielleicht sind ja, aber es darf auch nicht. Ist es eine Gesamtzeit oder nur für das, nur für das Duschlevel? So. Okay. Guck, Dusche die mag ausmachen. Das gerade. Ja, die mag das aber gerade. Die schläft einmal, du so langweilig die Haare wäschst. Nein. Selina, ich weiß genau, was die Selina mag. So,
Ah, guck an. Oh, da sitzt sie wieder. Jetzt der Föhn noch. Nicht zu heiß, sonst gehen die Haare kaputt. Das stimmt. Eher so auf und ab. So, da muss man gleichmäßig und vor allem hier dann nochmal. Andere Seite auch ja. noch. Ja. Die Selina hat viel bezahlt, da können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen. Guck. Wahnsinn. Ist sie jetzt fertig? Weiß ich nicht. Du darfst nochmal. Oh. You win. Ja, guck, schon geschafft. Sehr gut. A+. Wer ist denn die andere da? Naja, die Beauty Queen. Evas Beauty aus Evas Beauty Salon. Play again oder more hair games? Ist jetzt das überlegen wir uns in Ruhe. Mehr hat von, sich gelohnt, von, oder? Total. könnt ihr vielleicht nicht sehen, aber es gibt auf dieser Seite doch viel, viel mehr Spiele für Mädchen wie du und ich. da werden wir uns bestimmt noch ein paar anschauen. Bis dahin, einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.